eine Extended-Version für unsere russischen Freunde heute Abend. Die wenigen russischen Kanzler. Oh meine Güte, ich schmeiß mich gleich weg. Und dann kommt ein Trash lieber dafür. Auf dem Berg, da steht eine dicke Kuh. Die trau ich gerne mal beim Kacken zu. Trash lieber, Trash lieber, Trash lieber, da wasch. Nastranovje, 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 Gorbatschow. Nastranovje, 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 Gorbatschow. Nastranovje, 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 Nastranovje. Da kommt ein bisschen Deutsch dabei. Das haben wir ganz im Geheimen. Ich mal eine spezielle Frage. Es ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich, wenn man Live-Konzerte gibt, dass man einen E-Drums benutzt. Macht ihr das immer so oder ist das nur eine Ausnahme gewesen hier im Club? Das ist das Einzige, was ich kann. Also ich habe früher auch ganz viele Gummibärchen in eine Reihe gelegt. Und diese Gummibärchen sind halt so lapprig wie diese Drumpads. Da habe ich immer drauf rumgetrommelt und dachte mir, okay, dann kauf dir mal mehr Haribo-Tüten für zu Hause, damit man das so besser üben kann. Und dann kam ich nachher darauf, einfach mal dieses TD9, das Roland TD9 zu spielen, habe gemerkt, ey, das ist viel geiler als auf Gummibären rumzuhauen. Und die Gummibären verfolgen mich schon mein Leben lang. So, das ja, bitte. Wir sind ja auch Naturschützer, also wir denken schon irgendwie ökologisch. Und da Tiere schlägt man halt einfach nicht. Deswegen mussten wir einfach von den Gummibärchen weg. Ja. Wir müssen ein bisschen Umbau, Ghost for Open Mic. So, das nächste Lied handelt darum, also ihr kennt wahrscheinlich den Wilden Westen. Und da gibt es so zwei Rassen, einmal die Indianer und einmal die Cowboys. Und die bekriegen sich halt die ganze Zeit. Und, es gibt in einem Dorf einen kleinen Cowboy, der sieht das alles ein bisschen anders und sagt sich, gut, warum das Ganze rumgeschieße und so weiter. Und ja, davon handelt das nächste Lied. Spielte sein Lied über Hass und
was es sonst noch so gibt. Und es gab gar nichts auf der Welt, was er nicht kennen sah. Er nahm die Gitarre und spielte sein Lied. Immer dasselbe vom Salon, das keuchte alle um 12 Uhr. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mit dem Revolver zu spielen? Wenn er die Minenräuber sah, stand er wieder an der Wand. Das Geschrei wurde ihm zu groß, er sagte danke, ich muss los. Er war ein Cowboy und spielte sein Lied über Hass und Gewalt und was es sonst noch so gibt. Und es gab gar nichts auf der Welt, was er nicht gern besang. Er nahm die Gitarre und spielte sein Lied. Meine. So, um das Niveau ein bisschen zu heben heute, haben wir uns was ausgedacht. Das mit der Niveauschraube. Okay, dann wollen wir mal. Eins, zwei, drei.